Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Reign of Kings. Oh, wie sieht er denn hier aus? Ist noch alles da? Oh, sieht fast so aus, ne? Ja, wir haben in der letzten Folge beschlossen, dass wir uns hier jetzt dann ein Häuschen bauen. Und das würde ich sagen, gehen wir da jetzt mal an. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen länger jetzt nicht mehr Reign of Kings aufgenommen. Von daher muss ich jetzt mal gucken, was sich getan hat. Es gab in der Zwischenzeit die ein oder anderen ja, Zwischenpatches. Ui, das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ganz viel Kohle haben wir gekriegt. Und wenn ich mich recht erinnere, brauchen wir die Kohle ja, um die Steinblöcke hier herzustellen. So, das heißt, in unserem Kochtopf da müsste ja auch schon wieder. Oh, hier, oh, schön. Okay, das Ding ist auch leer. Ja. Ja, dann gucken wir einfach mal, ne? So, ich würde gerne hier so ein paar Stone Block, sind das die? Stone Slab und Clay. So, Stone Slab. Water und Stone. Okay. Jo, ich bin ein bisschen aus der Übung. Clay und Water brauchen wir. Wo haben wir denn? Da ist unsere Kiste. So, wir haben Water und wir haben Clay. Das ist schon mal sehr gut. Dann würde ich sagen, muss mich hier noch ein bisschen orientieren. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal ein paar Stone Slabs. Stone. Ja, da war dann irgendwas. Was haben wir denn hier in der Kiste drin? Achso. Rotz-Items. Nutzloses hier Dönse. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Haben wir noch Stone? Wir haben noch 1000 Steine nur noch. Okay. Das bedeutet zwangsläufig, dass wir uns nochmal Stein beschaffen müssen. Ich guck gerade mal, wie weit wir damit kommen. Wo sehen Sie denn? Stone Slabs. So, das bedeutet ja, wir können davon genau 10 machen, ne? Okay, während das dann da gefertigt wird, probiere ich nochmal, ob der Patch bewirkt hat, dass man jetzt hier vorne Wasser sammeln kann an unserem Teich. Oder auch einer der Patches, es sind in der Zwischenzeit mehrere rausgekommen. Aber hier kann man immer noch kein Water finden. So, jetzt habe ich im Blickwinkel aber gesehen, wir haben hier Beeren. Und da können wir doch direkt auch mal 1-2 Stück von essen. Oh, ein Bär geht noch. So. Nee, das war die falsche. Ich nehme erstmal. Nee, das war auch das falsche. Das hätte ich gerne. So, jetzt müssen wir. Wir müssen. Auf jeden Fall müssen wir uns Steine besorgen. Und dazu würde ich sagen, lassen wir die ganze Kohle erstmal hier. Genau, das Iron können wir auch mal reinpacken in die Kiste. Ja, wir kommen im Prinzip nicht drum rum. Wir müssen uns Steine besorgen. Und ich würde vorschlagen, das machen wir doch dann mal. So, jetzt muss ich mich gerade kurz orientieren, wo wir denn hin müssen. Ich glaube, wir müssen irgendwie grob in die Richtung hier. Wo ist denn der Königssitz? Da vorne. Ja, dann rennen wir mal grob hier in die Richtung. Und besorgen uns mal ein paar Steine. Und ich befürchte, zwangsläufig kommen wir auch nicht drum herum, uns nochmal irgendwann Wasser zu besorgen. Das werde ich dann aber, glaube ich, auch so wie beim letzten Mal machen, dass ich einfach einen Cut mache, während ich Wasser sammle.
Weil es macht wenig Sinn, dass man mir eine Stunde lang zuguckt, wie ich Wasser sammle. Und es ist dann auch so, dass ich, während ich da Wasser sammle, nicht die ganze Zeit vorm Rechner sitze. Das ist noch immer ein bisschen, ja, mühselig mit dem Wasser. Also auf der einen Seite ist es natürlich ganz cool, dass man halt, ich habe das ja schon mal erwähnt, nicht einfach so mit ganz wenig Aufwand sich da so eine riesen Hütte hinbauen kann, ein riesen Schloss bauen kann. Von daher finde ich das so insgesamt eigentlich ganz, ui, ganz cool, dass man wirklich auch viel Materialien sammeln muss, um sich da irgendwas zu bauen. Der anderen Seite ist es natürlich dennoch lästig, weil das immer bedeutet, dass es gerade wenig Action gibt in dem Zeitraum, wo wir da Sachen sammeln. Nimm doch nochmal meine Streitaxt raus. Bin mir nämlich ziemlich sicher, dass hier irgendwo noch Wölfe oder sowas rumlaufen. Nehmen wir aber hier nochmal die Beeren mit. So, und dann machen wir uns doch nochmal auf den Weg Richtung Steinvorkommen. Lalalalalala. So, da ist das Eisen. Eisen nehme ich jetzt erstmal nicht mit, weil ich glaube, wir haben genug Eisen. Wir sind ja auch schon komplett mit Stahl ausgerüstet. Von daher macht Eisen jetzt momentan wenig Sinn, das mitzunehmen. Und daher konzentriere ich mich jetzt lieber mal auf das Abbauen von Steinen. Und da haben wir auch schon unser erstes Vorkommen. Wobei ich nehme das da hinten erstmal mit. Hören wir mal ganz hinten an. Also Stein ist auf jeden Fall echt ein Problem bei den Steinmauern, die wir da machen wollen. Man einfach echt viele, viele Steine braucht. Ach, sag mal, da haben wir doch auch schon den ersten Wolf. Na, mein Freund. Das ging fix, er hat uns zwar einmal getroffen, aber war es das schon? Ne, das war auch noch nicht. Okay, ich bin relativ froh, dass wir uns diese Streitaxt hier gemacht haben. Auch wenn ich die Helbarde echt ein bisschen stylischer finde. Wir werden auch später mal gucken, ob es irgendwie neue Crafting-Rezepte gibt. Ich habe jetzt die ganzen Patch Notes der letzten, ja, wann habe ich das letzte Mal gezockt? Ich glaube, das ist schon irgendwie so 3 Wochen her, nicht mehr im Kopf. Von daher gucken wir gleich einfach mal in auf unsere Werkbänke und schauen mal, ob sich da irgendwas getan hat. Aber als erstes sammeln wir jetzt mal hier schön ein paar Schneeblöcke. Vielleicht schaffen wir es dann in naher Zukunft mal zumindest die Grundmauern zu machen. Das wäre zumindest ja schon mal ein bisschen erstrebenswert, dass wir uns unseren ganzen Krempel hinter unsere Mauern packen können. Hoppala. Dann fühle ich mich nämlich insgesamt auch ein bisschen sicherer, wenn wir uns ausloggen und den ganzen Krempel da nicht in freier Wildbahn stehen lassen. Vor allen Dingen, weil mittlerweile zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier aufnehme, bekannt geworden ist, wo ich meine neue Base aufbauen möchte. Und wir wissen ja nicht, was der Luca so für ein Schlingel ist und ob er sich denkt, ey, da gehe ich mal hin, ja, und dann hau ich da mal alles kaputt. Und ja, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer, wenn wir das hinter dicken Steinmauern verpacken. Wo ich weiß, da wird man relativ lange für brauchen, um dann durchzukommen und uns irgendwas zu klauen.
dann esse ich jetzt noch mal kurz ein paar Beerge. Ich mache auch mal 4 Stück hintereinander, weil da vorne würde ich dann unseren Stack mal wieder aufrüsten auf 25. So. Ja, und dann gehen wir weiter Steine sammeln. Gucken, ob wir hier gegen einen Zombie kämpfen müssen oder so. Aktuell sehe ich hier noch keinen rumlatschen. Was sagt denn unser Inventar? Okay, wir haben noch ein paar Plätze frei. Eventuell würde es sich sogar lohnen, mal gegen einen zu kämpfen, weil die mitunter ganz coole Sachen dabei haben. Aber ich muss das in der Tat jetzt auch nicht unbedingt forcieren, weil das sind echt Drecksäcke. Würde allerdings auch mal gerne die Stadt da von innen erkunden. Dazu würde ich mir aber gerne so einen Trank machen, der uns vor dieser Seuche da schützt, dass wir da nicht unnötig viel Kraft verlieren. Bin mir aber gar nicht sicher, ob wir dafür schon alles haben, um überhaupt so einen Trank mal herstellen zu können. Ich würde mir davon nämlich gerne dann auch eine Handvoll direkt machen und nicht nur einen, damit man ein bisschen beruhigter und ohne Zeitdruck durch diese Stadt da laufen kann. Weil wenn man ja, der Stadt im Prinzip zu nahe kommt, kriegt man halt permanent Schaden. Das ist jetzt nicht riesig viel, aber es ist auf jeden Fall zu viel, um in Ruhe alles abzusuchen da. Deshalb wäre so eine Handvoll Tränke echt ganz nett. Ja, gucken wir mal. Also, ich habe ja vor geraumer Zeit eine Verlosung gestartet, um einfach hier die übrigen Spielerslots auf dem Server kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es haben sich leider nicht so sonderbar viele dafür interessiert. Weiß nicht, ob es am Spiel liegt oder ob es daran liegt. Verlosung, muss ich Kanal abonnieren, finde ich kacke. Ja, ich zwinge natürlich auch keinen dazu, ne? Es hat sich im Prinzip nur einer beworben. Also beworben in Anführungszeichen. Das ist der gute Dirne. Dem habe ich die Informationen auch zukommen lassen. Keine Ahnung, ob wir den hier zwischendurch mal antreffen und mal winken und Hallo sagen können. Ach, guck mal, da steht die Base von Luca. Windmühle steht immer noch still. So insgesamt wäre es ganz cool, wenn sich noch ein paar Leute finden würden. Ich habe die Kommentarfunktion unter dem entsprechenden Verlosungsvideo auch immer noch offen gelassen. Also wer sich da einschreibt und meldet, kann durchaus immer noch die Chance haben, dass ich sage, okay, hier sind die Serverdaten, feel free to play. Und es ist ja auch mit keinem Zwang oder so verbunden, ne? Also wer Interesse daran hat, kann gerne spielen und wer kein Interesse daran hat, soll es halt lassen. Ist jetzt auch irgendwie kein Zwang, nur PvE zu machen oder nur PvP zu machen. Ich habe das ja in dem Verlosungsvideo schon in die Beschreibung auch geschrieben. Eine Sekunde, mal kurz husten. Dass es mir bei dem Server hier nur darum ging, halt nicht auf so einem offiziellen Server zu spielen, wo man keine Möglichkeit hat, mal in Ruhe ein paar Sachen zu zeigen. Und das ist der einzige Grund, warum ich mir diesen Server hier privat zugelegt habe. So, jetzt wird es doch hier arschdunkel und so richtig kann man nicht mehr was erkennen. Irgendwo muss hier noch ein Stein sein, da. Mit und dann gehe ich den Weg nochmal von uns aus gesehen, glaube ich, rechts in die Richtung. Da sind auch nochmal eine Handvoll Steinhaufen. Weil wenn wir jetzt hier schon mal einmal unterwegs sind, würde ich auch gerne alle Steine mitnehmen.
Ach, da, guck mal, da ist auch noch einer, glaube ich. Ja, und auch das Let's Play Together, was ich mit Luca gemacht habe, das war eher so eine spontane Idee und auch total ungezwungen. Ich habe ihm halt auch gesagt, wenn er Bock hat, hier alleine zu zocken, weil er nimmt halt keine Let's Plays auf, dann kann er das natürlich total gerne tun. Das ist jetzt überhaupt kein Zwang, dass er jetzt immer nur mit mir zusammen zocken muss, damit ich irgendwie ein Let's Play Together aufnehmen kann oder so. Also es kann sein, dass sich das jetzt irgendwann nochmal spontan ergibt, dass wir zusammen nochmal so ein Let's Play Together aufnehmen. Es kann aber auch sein, dass sich das jetzt die nächste Zeit nicht ergibt, weil einfach ja, keine Möglichkeit ist, gemeinsam ein Zeitfenster zu finden, wo man zusammen zocken kann. Von daher nehme ich halt jetzt gerade auch wieder alleine auf, weil sich momentan halt einfach keine Gelegenheit geboten hat. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich finde das Spiel insgesamt halt eigentlich relativ cool. Von daher spiele ich auch das relativ gerne. Das Problem ist momentan, ich habe eine ganze Handvoll Spiele, die ich relativ gerne spiele. Was nicht so ganz mit meinem normalen Job zu vereinbaren ist. Also eigentlich habe ich viel zu wenig Zeit, um all das spielen zu wollen, was ich spielen wollen würde. Und das ist ein Problem. Von daher muss ich mir da halt mal was überlegen, auf was ich mich jetzt primär konzentriere. Reign of Kings wird auf jeden Fall eines der Spiele sein, die ich in naher Zukunft weiter aufnehmen werde, weil ich es einfach sehr cool gemacht finde. Hoppala. So. Und dann nehmen wir die noch mit. Und das war dann auch der letzte Stand auf unserer Reise. Also auf unserer Runde, auf unserer Reise natürlich nicht, weil wir brauchen ja ganz viel mehr Stein, als wir jetzt hier bisher gesammelt haben. So. Apropos, wie viel haben wir denn gesammelt? Okay, 2000 Steine. Jetzt ist ja die Frage, ich glaube, Clay haben wir auch erstmal genug, ne? Kann ich hier sehen? Ne, das kann ich natürlich nicht. Okay, dann würde ich sagen, nehme ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen Holz mit, weil das Holz hat sich in der Offline-Zeit, die ich jetzt nicht gespielt habe, doch ganz schön reduziert. Achso, vielleicht sollte ich dafür mal die Holzfäller-Axt nehmen. Ne? Macht Sinn. Ja, das macht deutlich Sinn. Weil wir ja den Ofen vollgeladen haben mit Holz, um einfach ein bisschen Kohle zu produzieren und das eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ich würde dennoch gerne. Hallo? Hilfe! Halt wieder den Holzvorrat ein bisschen aufstocken. Weil Holz braucht man eigentlich auch immer, ne? So, da vorne läuft irgendwas. Ich kann es aber nicht so richtig identifizieren. Ich sehe es jetzt auch gerade nicht mehr. Aber im Blickwinkel habe ich gerade gesehen, dass da irgendwas gelaufen ist. Ja, ich ignoriere das einfach. So. So. Und so. So, was sagt unser Inventar? Ach, wir haben noch genügend Platz. Ja, wie gesagt, dann nehme ich hier nochmal so ein paar Bäume mit. Ich weiß auch gar nicht, was unser Flachsbestand sagt. Das nehmen wir ja auch mal ein bisschen mit. Ne? Ach so, das ist kein Flachs, ja. Das hätte man sehen können. Habe ich aber nicht. Also so insgesamt einfach jetzt gerade mal ein bisschen die Vorräte wieder aufstocken. Ich glaube, wir haben irgendwie knapp 1000 Holz. Oder sogar noch mehr. Verbraucht in der Offline-Zeit jetzt. Deswegen stocken wir das jetzt mal ein bisschen auf. Wie viel haben wir? 708. Joa. Komm, dann nehme ich noch ein bisschen Flachs mit hier und dann nehme ich noch einen etwas größeren Baum mit. Dann sollte sich das auch wieder ausgehen.
Komm, den nehmen wir noch mit hier. Okay, das war natürlich ein sehr, sehr kleiner Baum. Das macht aber ja nichts. So. Jetzt frage ich mich gerade, ob da schon die Sonne wieder aufgeht oder ob das nur so aussieht. Okay, da ist der Mond. Ja, ich glaube, es geht jetzt gleich irgendwann die Sonne wieder auf, ne? So, wir rennen gerade mal da so in Richtung Lucas Base. Ich würde nämlich gerne hier rum zurückgehen. Ich weiß gar nicht genau, warum ich gerne hier rum zurückgehen würde. Ich glaube, es liegt einfach daran, weil es ziemlich dunkel ist und ich wenig Lust habe, einem Zombie in die Arme zu laufen. Gerade weil jetzt auch unser Inventar relativ voll ist. Und man muss das ja nicht unbedingt herausfordern. Ne? Wobei wir jetzt natürlich in die Region kommen, wo da hinten jederzeit ein Werwolf auf den Weg springen könnte. Aber auch das werden wir im Zweifel überstehen. So, ich glaube, so einen großen Bogen müssen wir da nicht laufen. Ich laufe mal in die Richtung hier. So, Fleisch, ich glaube Nahrung müssten wir eigentlich auch noch genug auf Vorrat haben, oder? Ich meine schon. Das heißt, die Schafe lasse ich jetzt auch mal hier. Wir haben auch nicht so viel Platz, dass wir das Schaf voll ausbeuten könnten und mitnehmen könnten. Von daher lassen wir Schafe mal Schafe sein. Wir haben auf jeden Fall noch genug Beeren. Apropos Beeren, ich fülle mal gerade unseren Flüssigkeitshaushalt wieder ein bisschen auf. So. Das sieht doch wieder gut aus. Okay, da ist auch unser Weg, wo wir hin wollten. Und da wird es auch schon wieder Tag, was ganz cool ist. Dann kommen wir nämlich bei Tageslicht an unserer neuen Base an und können dann da eventuell während des Tages schon mal anfangen, ein bisschen die Grundmauern zu bauen. Oder mindestens mal überlegen, wie genau wir uns das vorstellen mit den Grundmauern. So, jetzt muss ich aber gerade nochmal gucken, wo unsere Base denn überhaupt ist. Ich meine, wir müssten... Oh, ein Wolf. Hey, mein Freund, wo rennst du denn hin? Ich hatte gedacht, wir wollen Freunde fährten. Na gut. Dann halt nicht. So, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir müssten irgendwie noch weiter hier rüber, ne? Bin echt mal gespannt, ob irgendwer unsere Base mal finden wird. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin bei sowas immer total schlecht, was den Orientierungssinn betrifft. Aber ich glaube, da unten auf der Lichtung waren wir, ne? Dum, 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 dum. Ich finde sowas immer ganz schwer, mich in so einer Welt zu orientieren. Das liegt. So, da vorne haben wir noch mal ein paar Beeren, die nehme ich noch mal mit. So. So, und ich meine, wir müssten doch, da müsste doch unser Lager sein, oder? Jawohl, ich sehe schon einen Kochtopf oder irgendwie sowas und einen Ofen. Ah, guck mal, das sieht doch gut aus.
Jawohl, hier sind wir. Und dann würde ich auch direkt mal sagen, holen wir mal hier unsere Stone Slabs raus und machen hier direkt noch mal neue. Oh, machen wir nicht, weil wir haben keine Kohle im Säckel. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ja, wir haben unseren Steinvorrat, unseren Holzvorrat ein bisschen aufgestockt. Das ist schon mal gut, haben alle Materialien jetzt da, um nochmal ein paar Steine herstellen zu können. Und ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben oder ein Abo da. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis dahin, ciao!